Herzlich willkommen zum neuen Projekt Elex. Jetzt, wo wir mit Star Wars Knights of the Old Republic durch sind, wieder Zeit für ein neues Rollenspiel. Auch eins, wo ich mich schon sehr darauf freue. Ich bin echt mal gespannt. Von Piranha Bytes ist es gemacht und die sind ja schon für die Risen und Gothic-Reihe verantwortlich gewesen. Und beides Spielereien, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ja, das soll ja auch wieder in diese Richtung gehen und ich habe mal kurz reingeschaut, so die ersten 10 Minuten, um mich mal nicht allzu sehr spoilern zu lassen. Und es sieht schon sehr, sehr schön aus und sehr gut. Ich bin gespannt, ich freue mich, ein Inventar zu haben, das nicht begrenzt. Das heißt, ich kann endlich mal Zeug mitnehmen und dann anständig verkaufen. Es wird, glaube ich, ganz witzig werden. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Projekt. Und ich hoffe, ich habe Spaß bei dem Projekt. Bei dem Spiel, aber ich bin da tatsächlich guter Dinge. Starten wir mal ein neues Spiel, schauen uns das Intro an und dann geht es auch schon los. Viel Spaß! Ich werde wahrscheinlich auch wieder einfach leicht nehmen, um möglichst problemlos durchzukommen. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Thank you.
so erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Nun gut, es geht los. Ja, erinnert so ein bisschen an Gothic 1, der Anfang, wurden wir auch in ein Loch gestoßen. Verdammt, zu einer Kolonie. Schilder. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ich hab doch hier was. Von daher sollte das einigermaßen gehen. Aber ja, es sieht echt hübsch aus. Heilpflanzen, ja. Wir können uns hier auch nochmal ordentlich eindecken mit Zeug. Wie gesagt, ich bin froh, wenn es keine Inventarbegrenzung in den Spielen gibt. Weil dann kann ich alles, was ich nicht unbedingt brauche, zu Geld machen. Und wenn ich mal was brauche, muss ich nicht ewig lang durch die Gegend rennen und suchen. Mal gucken, ein paar Pfeile. Hier mal Zielübungen gemacht oder so. Sehr schön, sehr schön. Giftkraut. Ja, mal schön alles mitnehmen. Schaden kann es ja nicht, denke ich. Ja, läuft stabil. Freut mich. Sieht gut aus. Ich überlege, ob ich die Tiefenunschärfe vielleicht noch rausmache. Aber so im Großen und Ganzen bin ich echt sehr zufrieden mit der Performance des Spiels. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Projekt werden, mal wieder. Hep. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Hm, der Arme. Ja, so wie es scheint, sind wir wohl abtrünnig geworden. Sonst hätten uns unsere Leute nicht erledigt. Und wahrscheinlich hat deswegen auch dann seinen Helm einfach weggeschmissen. Ich denke, der ist dann wohl mit diesen Alps fertig, soweit. Die Frage ist, was haben wir getan und vor allen Dingen warum? Hier noch irgendwas zu mitnehmen? Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Oh, dann war ein Viech. Ich speichere da mal schnell. Ah ja, da unten. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Mhm. Ja, wir fangen halt nochmal von vorne an. Wie es halt in Rollenspielen üblich ist. Mit genug Ausdauer kannst du leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Okay. Na, dann gucken wir mal. Kaputt. So. Leckere 10 Erfahrungspunkte gekriegt. Eine kranke Pestratte. Oh, immerhin kriegen wir ein wenig Fleisch. Kleiner Energiespeicher. Ach, guck mal, da ist ja Zeug. Heiltrank könnte ich noch mitnehmen. Bringt das was? Hm. Ich weiß ja nicht. Crony U3. Eine meiner Crony-Einheiten, U3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Ah, okay. Neue Mission erhalten. Ist nichts mehr zu machen. Hm. Plündern können wir es leider auch nicht.
Guck mal, hier könnte es weitergehen, aber ich will erstmal tatsächlich mal in die Ruine rein. Ach, wir können auch noch auf das Klo. Können wir nicht, ist abgeschlossen. Schade, schade. Ah, oh, eine Ratte. Oh, wir haben auch noch einen Bogen. Ein Setzerbogen, Elektroschrott. Erzpfeil, sehr schön. Nehmen wir alles mal mit, wie gesagt. Wir haben ja ein unbegrenztes Inventar. Klebeband, Schatulle, Krug. Ich weiß nicht, gibt es hier ein Crafting-System? Kleiner gelber Stein. Wine. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Und noch eine Konservendose. Hat ja ein bisschen was von The Walking Dead. Schaue ich im Moment ja auch wieder. So ein bisschen hinsetzen. Ah. Okay. Aufstehen wäre auch wieder ganz schön. Ah, guck mal, Dietriche. Bin mal gespannt, wie das Schlossknacksystem hier ist. Was haben wir da noch Schönes? Ach, nur Ratten. Oh, da scheint was Größeres zu sein. Kann das sein? Ja. Na? Eine kranke Pestratte erledigt. Ah, ich glaube, warte mal, ist das hier unten ein eventueller Zeiger? Also, wo ich dann... Moment. Ah, okay. Das sind mehrere kleine Schläger. Mit dem Kampfsystem muss ich mal noch ein bisschen rumprobieren. Ich denke, da kommen wir aber ganz gut zurecht. Ich hoffe es zumindest mal. Noch ein Heiltrank. Komme ich da irgendwie rein? Okay, Elektroschrott ist wirklich so ein Oberbegriff. War jetzt ja irgendwie eine Festplatte noch. Ja, sehr gut. Elexit. Ah, und hier haben wir dann Mana-Trank. Was macht der denn? Ja. 10E, das ist wahrscheinlich die Einheit hier. Öllampe. Kaputt. Aber wie gesagt, immerhin 3 Geld wert. Davon nehmen wir mal alles mit. Passus 1, die Jagd beginnt. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch, er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Benutze den Aufzug, juhu. Weißt du, was es mit diesem Sohn noch auf sich hat? Ist das vielleicht von dem Entzug, den wir haben? Warte mal, ich will noch mal kurz zurückgehen. Weil hier scheint es jetzt ja weiter zu gehen und, ach guck, die können wir auch plündern. Knochen. Da draußen ging es ja auch noch weiter. Hier war ja noch dieses eingerissene Tor. Wo das hinführt. Bringt mir das irgendwas? Da kann ich wahrscheinlich hoch. Okay, geht's auch noch runter? Also nochmal runter zu der Ruine. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier oben noch auf uns wartet. Hm. Ganz nett.
Mana-Pflanze. Die nehme ich gerne mal an mich. Ah, da ist... Oh, das scheint irgendwas Größeres zu sein. Ah, ein Snapper. Ah, Ausdauer ist weg. Mein Angriff kannst du mit Rechtsklick. Oder... ausweichen? Ja, okay. Wie bei Risen. Ich sehe gerade nicht so viel. Es fehlt tatsächlich an Ausdauer gerade. Ich kann auch nicht ausweichen ohne Ausdauer. Okay, vielleicht soll ich doch mal was trinken. Meine Güte. Reagier doch mal. So. Aua. So. Dann haben wir dich ja gleich. Doch nur 10 Erfahrungen, der war auch deutlich schwerer. Ja gut, vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Pfeil, noch ein bisschen Wasserflasche. Elix. Hast du das hier bewacht? Amulett des Abenteurers. Okay. Was ist das denn? Stärke 10. Achso, können wir da Attributspunkte nachher verteilen? Schön. Ja, wir haben noch ein bisschen was, um zum nächsten Rang zu kommen. Ah, und hier auch wieder das System mit Lernpunkten. Also schön klassisch. Oh, wir haben ja eine ganze Menge. Ah, und das sind, glaube ich, oder? Outlaw, Kleriker, das sind wahrscheinlich diese drei Fraktionen. Sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Cool. Elixit? Aha. Ah, Elixit ist dann die Währung. Es kostet natürlich auch Geld, okay. Und das sind wahrscheinlich dann die Voraussetzungen. Alles klar. So. Schaden 20, Stärke, Konstitution, Voraussetzung, gut. Besser als nichts, das stimmt. Den Bogen könnte ich vielleicht mal auf die 2 setzen. Und die Tränke mache ich dann wie mal auf die etwas weiter hinterliegenden. Sucherpfeil, Fächerschuss, Schwer, Magie, Munition. Okay. Interessant. Habe ich irgendwas an Rüstung da? Das Amulett. Ah, gibt es. Interessant. Dann lege ich das doch mal an. Energiespeicher. Gibt Energie für Kleriker. Ja, dich packe ich mal auf die 9 oder auf die 8. Ja, Nahrung hätten wir auch noch da. Sehr schön. Ein Dietrich. Reines Elix, ne? Frostresistenz, aha. Ich denke, das kriegen wir aber noch irgendwann erklärt. Gut, hat es ja doch noch gelohnt, den Abstecher zu machen. Ein bisschen was Schönes gab es ja doch für uns. Gut, dann gehen wir jetzt aber wieder zurück. Hüpf. Regnet. Nicht, dass du dich einen Schnupfen holst, mein Lieber. Tap, 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 tap. Na, Ratte. So, der erste Tod wäre dann auch schon mal abgehakt. Ja, der erste etwas stärkere Gegner und ich gehe direkt drauf. Aber gut. Ah, das ist cool, dass er sich hier irgendwie auch so an der am Geländer so ein bisschen abstützt. Nett. Ja. Los, fass es an. Eine Magnesiumfackel. Campingstuhl kippen. Da hat wohl noch jemand geraucht. Kann ich das Buch mitnehmen? Nee. Kann ich nicht.
Na dann, hallo Aufzug. Okay. Das scheint ja nicht so wirklich zu funktionieren. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah. Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Gut, gut. Achso, was mir auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise ich dann auch mal nachgeschaut habe. Der Synchronsprecher ist, den Namen habe ich gerade leider nicht parat. Aber ist der gleiche, der halt auch Adam Jensen gesprochen hat. Bei Deus Ex. Okay. Für meine Leertaste kann ich das Jetpack benutzen. Okay, das können wir wahrscheinlich auch noch aufwerten. Juhu, und Ernährungsschaft gab das. Komm, das ist Metallschrott. Will ich da unbedingt hochklettern? Hm. Ah, eine Truhe. Eine Werkerhose. Na, immerhin besser als nichts. Nehmen wir mit. Ich glaube, der Ratte hätte eh nicht gepasst. Oh, relativ viele Heiltränke hier. Ah, endlich mal Klopapier. Rau, aber es füllt seinen Zweck. Hm. Stinkt und schmeckt fürchterlich. Trotzdem will sie jeder haben. Also verkaufen. Alles klar, 10 Zigaretten. Hm? Schaden kann es ja nicht. Was haben wir da drin? Noch mehr Klopapier. Na gut. Dann werden wir jetzt schon mal ausgestattet für die Wildnis. Wir haben Klopapier. Und Zigaretten. Ah, ein bisschen Trockenfleisch. Sehr schön. Das klingt doch mal nicht schlecht. Da möchte ich jetzt nicht hochklettern. Noch mehr Zigaretten. Achso, die anderen, ja gut, macht sind die verbrannten oder benutzten. Würde ich auch nicht mehr anfassen. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Hm. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Hm. Vielleicht ja doch. Mal schauen. Guck mal, da sitzt jemand und da liegt was. Wenn ich mir Elexit. Oh, ein großer Heiltrank. Schön. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation. Hm,
Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst, glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Alles klar. Aktionen wie Springen, Angreifen oder Ausweichen kosten Ausdauer. Sinkt sie auf Null, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, ich weiß nicht, ist das von Diego die Synchronstimme? Also sie haben ja, glaube ich, einige bekannte Schauspieler, sage ich schon. Ja doch, Schauspieler sind sie ja meistens auch. Ohne Axt. Synchronsprecher genommen. Die Stimme von Xardas soll auch wieder dabei sein. So, nehmen wir uns noch die Heilpflanze mit. Also los. Ja, ja, ist ja gut. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Okay, ich will mal noch kurz die Axt mir mal anschauen. Die wäre sogar schon etwas besser. Als die Stange. Ach genau, die Hose haben wir ja noch gekriegt. Ja, das können wir auch mal irgendwie durchgehen.
Kleiner gelber Stein. Unverkäuflich. Ah, das sind Sockelsteine. Interessant. Und da sind wahrscheinlich dann unsere Aufgaben, ja. Überleben. Kontakt. Rachefeldzug. Gut, das sieht interessant aus. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich bedanke mich jetzt aber schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Seid weiterhin damit mir dabei, wenn wir hier diese Welt erkunden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.